Und somit willkommen zurück zu Jim's Adventure, welches heute beendet werden wird. Ich habe mir nochmal ein paar Leben gekauft. Okay, das ist jetzt kein Problem gewesen. Level 95 beginnen wir heute. Letzter Untergrundlevel. Und 6 Level, wenn wir jetzt hier schön entspannt durchziehen. Hoffentlich kommt keine Präzisionssprünge dran. Ja, das ist schön. Münzen auch noch sammeln. Ah, ich habe ja eine Unverwundbarkeit. Ja, geil. So kann man ein Level auch abschließen. Weiter zu 96. Genau, wo wir jetzt keine 3 Sterne hatten. Wo wir gute Zeit. Oder man muss extra wirklich Zeit kaufen, damit man 3 Sterne schafft. Na, ja, diese Schnecken, ne? Aha, alle Gegner hasse ich hier irgendwie. Mal ich weg, warten, bis die vielleicht zurückkommt, ja, da war was, ne? Irgendwo runtergefallen. Checkpoint, nice Sache. Könnte auch gerne so ein richtig langes Level kommen, wo so 3 Checkpoints wären. Aber zu lange sind die Level auch nie. Weiter geht's, wir sind gleich durch. 97. Ah, das Level, ja. Ja, 3 Sterne will ich auf jeden Fall nicht versuchen überall zu holen, oder? Weil dann gibt's ja bestimmt nichts. Oder am Ende werde ich das nochmal kurz zeigen, dass ich alle Sterne eventuell geholt habe. Aber erstmal müssen wir hier durchkommen. Nein, 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 oh. Ich habe jetzt aber zu viele Gegner hier. Nice. Wir schaffen gleich. Ja. Man kennt schon so die Level ungefähr. 98. Na, da springe ich also lieber rüber. Yep. Die gehen kaputt. Nicht schön. Aha, Mann. Kurzer Fall runtergefallen, geil. Die Münzen steigen runter, das heißt, da ist was. Nein, da ist nichts was. Oh, schade. Ja, komm. Schnecke. Fast wieder gekillt. Das gleiche wie gerade eben schon? Vor ein Level oder 2 Level war das doch schon genau das gleiche. Lol. Wow, wow. Das ist sehr negativ hier. Immer die gleichen Level zu spielen zu müssen. Level 99. 99, ja, ne?
Also auch nichts Besonderes hier wirklich. Und gleich noch bei Level 100 sind Präzisionssprünge, das weiß ich jetzt schon, ey. Ah ne, müsste ja ein Boss kommen, ne? Also. Ja, da können auch solche Sprünge kommen. Hatten wir beim letzten Mal da schon, genau das gleiche Level. Man müsste mehrere Level am besten mal nebeneinander hinpacken. Und gucken, ob die genau gleich aufgebaut sind vielleicht. Okay, Geist, dann war das jetzt schon gleich Level 100. Und ich springe mal direkt in die erste Flamme, das ist gut, Basti. Ja, wie soll ich diesen Block hier holen, Alter? Hat gar keinen Sinn, ey. Wenn das jetzt wieder der gleiche Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Hey, jetzt am Ende kommt das Kopfhörer vielleicht? Nee. Ich verliere mein Dings, ey. Ernsthaft? Nein! Was war das denn für ein Quatsch? Juhu! Die Igel nerven gerade hier richtig. Oh, zwei Stück. Da! Perfekt ausweichen konnte ich jetzt auch nicht. Ja, Mann. Ey, das war geil jetzt, Alter. Okay, Konzentration, Basti. Wir wollen das auch jetzt so abschließen. Komm. Ich bin schon längst mit den Gedanken am Ziel wahrscheinlich, deswegen. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen warten. Er springt genau auf den Igel. Perfekt. Igel ist da, okay. Jetzt kommt der Boss. Ich bin gespannt. Das ist bestimmt wieder der gleiche. Ja, er ist so genial. Zweimal Skorpion gehabt. Und dann ganze Zeit den hier. Sehr schade. Von mir aus jeden Boss 3-4 Mal gemacht oder so. Oder 3-4 Bosse. Jeder 2-mal oder 3-mal vielleicht. Wäre voll in Ordnung. Aber wir haben keine Zeit mehr. Scheiße. Fuck. Dann sehen wir uns sofort beim Boss wieder. Bis gleich. Okay, komm her. Ich besieg dich jetzt. Ich habe noch über 100 Sekunden Zeit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 13,5. Die Zeit läuft. 14. 15. Ja, mal schauen. 16. 17. 18. Ja, vielleicht 20. 19. 20. Oh, er hat viel Leben. 21. 22. 24. 25. Low. 25 mal treffen. Next, sagt er mir. Und wir starten bei Level 100. Sehr interessant. Da müsstest du eigentlich nach Hause gehen und nicht auf Next drücken. Man startet bei Level 100. Guys, das war's dann mit Jim's Adventure. Wir haben es einmal komplett durchgespielt. Auch viele Level mit 3 Sternen, weil ich da immer noch die Zeit gekauft habe. Dadurch haben wir die Sterne geschafft. Und ich denke mal, ich werde jetzt noch kurz zeigen, dass ich hier überall die 3 Sterne gleich habe. Und dann hören wir uns sofort wieder. Bis gleich. So, an dieser Stelle muss ich das ja doch beenden für heute. Ich habe ein paar Level mit 3 Sternen noch geschafft, aber
Nee, das tue ich mir jetzt nicht mal an. Eventuell schreibe ich noch in die Kommentare irgendwann mal, ob es was geben wird oder nicht. Weil das ist mir jetzt doch wieder ein bisschen zu viel Aufwand. Und dann noch die scheiß Präzision springen und so. Nee. Schade. So, das war's dann auch schon mit Jim's Adventure. War ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Leider immer wieder alles, wie es sich wiederholt. Nur zwei Bosse. Der Skorpion kam nur zweimal dran. Und dann der andere Typ. Sehr leider. Keine Credits haben wir bekommen. Also ist das wirklich keine Kaufempfehlung wert. Ihr habt ja gesehen. So, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage noch nicht mehr, was eben Light Fitness Shade und ciao.